Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum ersten Video des Jahres 2017. Ich wünsche euch erstmal allen ein schönes neues Jahr. Und ich dachte, zum Jahresbeginn starte ich mal mit einem, ja, guten alten Bestseller. Und zwar dem Cosmetic Haul. Ich habe eingekauft. Ich zeige euch meine neuesten Errungenschaften. Das mache ich ja eigentlich nicht mehr so häufig auf meinem Kanal. Liegt auch daran, dass ich jetzt gar nicht so viel kaufe. Aber ich dachte, in der letzten Zeit haben sich schon einige neue, vielleicht ganz interessante Produkte für euch angesammelt. Und ich weiß ja auch, dass einige von euch das immer mal wieder gerne von mir gucken. Meine Empfehlungen an euch, von mir. Und deswegen dachte ich, why not, ne? Machen wir mal wieder ein Haul. Los geht's. Okay, Leute, ich starte mit den Lush-Produkten. Lush mag ich sehr, sehr gerne. Und immer mal wieder schaue ich vorbei und packe ein paar Sachen ein. Und das erste, was ich mir mitgenommen habe von Lush, war ein Weihnachtsduschgel. Und zwar ist es das Rose Jam Duschgel. Das gibt es immer zu Weihnachten und ich liebe den Duft. Ich mag diesen Rosenduft von Lush super, super gerne. Es riecht so, so schön. Ihr müsst wirklich mal dran riechen. Was ich an dem Duschgel mag, ist, dass es einfach sehr, sehr pflegend ist, sehr, sehr gut riecht und auch wirklich sehr ergiebig ist. Und ja, ich mag eigentlich am liebsten von Lush die Duschgels und das ist eigentlich, was ich mir immer wieder mal so kaufe und auch am liebsten mit benutze. Und ja, der Duft ist halt einmalig und gibt es, wie gesagt, nur zu Weihnachten. Von daher musste ich das auf jeden Fall mitnehmen. Ein weiteres Produkt, was ich auch sehr mag von Lush, sind die Body Lotions oder die Körpercremes. Diese gab es jetzt limited zu Weihnachten. Wenn ihr schlau seid, schaut ihr nochmal online. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox. Da könntet ihr vielleicht noch ein paar ergattern. Und zwar ist das die Body Lotion, die wie die Twilight Badekugel riecht. Also nach Lavendel, unter anderem nach Lavendel. Da sind natürlich auch noch andere Sachen drin, wie Mandelöl und Kakaobutter. Und ja, sie riecht einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig entspannt. Das ist eigentlich mit meinem Lieblingsduft von Lush. Ich liebe auch die Twilight Badekugel. Riecht himmlisch, also riecht wirklich wie die Twilight Badekugel mit noch einem süßeren Einschlag, finde ich. Also unfassbar entspannt, gerade für abends, gerade für den Winter. Das ist der schönste Duft. Ich wünschte, sie würden das in das Hauptsortiment aufnehmen. War jetzt leider ein Limited Edition Produkt, aber vielleicht findet ihr es noch in ausgewählten Shops. Ich liebe diese Body Lotion so sehr. Und das Coole an der ist auch, die ist auch selbst konservierend, falls euch das interessiert. Und ja. Passend dazu habe ich mir noch ein Puder mitgenommen. Das ist so ein Körperpuder. Das nehme ich allerdings als Kopfkissenpuder, weil ich Körperpuder eigentlich so gut wie nie benutze. Ich mag das gar nicht. Also, warum soll ich das benutzen? Für mich ist es cool, dieses Körperpuder als Duft. Mache ich mir das manchmal an die Schläfen, so abends zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann. Warum mache ich es so? Das ist für mich das ideale Kopfkissen-Spray, Duft sozusagen. Dafür nehme ich das, weil ich den Duft halt so sehr liebe. Und das riecht halt wieder sehr, sehr stark nach Lavendel. Also auch wieder wie die Twilight-Badekugel. Und heißt, vielleicht sollte ich euch den Namen sagen, Mr. Sandman. Das war auch ein Limited Edition Produkt. Und ich musste das natürlich abgreifen. Wie gesagt, Twilight und Lavendel liebe ich über alles. Und es ist so entspannt, Leute. Dieser Duft, ich kann euch das nicht beschreiben. Wenn ich einen richtig stressigen Tag hatte, rieche ich hier einfach auch manchmal so dran. Und alle Sorgen sind vergessen. Nein, aber man kommt halt wirklich gut runter. Es ist wirklich entspannt. Es ist nur mal Lavendel. Lavendel hat einfach eine sehr, sehr beruhigende Wirkung. Und ja, gerade wenn ich irgendwie Stress habe oder nicht so gut einschlafen kann, nehme ich das und rieche dran oder mache es mir aufs Kopfkissen. Und das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit einer Sache, die ich mir schon vor einem Monat oder so bei DM gekauft habe und immer mal wieder dran vorbeigegangen bin. Und dann war es lange ausverkauft. Und dann dachte ich mir, nehme ich das mit. Und zwar gibt es jetzt ja Real Techniques bei DM. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass das mal passieren würde? Das sind diese Schwämme. Real Techniques Schwämme. Und ich muss sagen, mit dem Beauty Blender bin ich nie warm geworden. Ich weiß, alle Blogger, alle YouTuber benutzen das. Und auch viele Make-up-Artists, auch wenn ich mal irgendwo war, wo ein Make-up-Artist war und der hat mich geschminkt. Ich mag das Ergebnis nicht so gerne. Ich weiß, viele Leute sagen, es ist super natürlich und ich habe mir jetzt die gekauft. Also der eine heißt Miracle Complexion Sponge. Dann gibt es den Miracle Mini Eraser Sponges. Die Miracle Mini Eraser Sponges. Und dann gibt es einen, ich blende euch das jetzt ein, das ist dieser pinke. Der heißt Miracle Sculpting Sponge. Also damit kann man wohl ideal Concealer, Foundation, von mir ist auch Contouring und alles, was das Herz begehrt,
was der Beauty-YouTuber von heute so macht, machen. Ihr wisst es, alles kann man damit machen. Ich habe bis jetzt einen davon ausprobiert und ich muss sagen, der funktioniert super. Vielleicht mache ich es auch falsch, aber ich muss sagen, für mich funktioniert das Ergebnis nicht. Ich mag es schon sehr, wenn eine Foundation sehr, sehr deckend ist. Was man sagen muss, mit dem Beauty Blender sieht es sehr natürlich aus, ist mir aber nicht deckend genug. Ich mag das, wenn die Foundation schon relativ deckend und schwer ist auf dem Gesicht und das reicht mir einfach mit dem Beauty Blender nicht aus. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Vielleicht bin ich auch einfach wahnsinnig unfähig, aber ich finde es sehr, sehr schwer damit zu arbeiten und arbeite lieber mit Pinseln, ist meine persönliche Meinung, aber ja, vielleicht bin ich auch einfach von gestern. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, gibt es jetzt NYX auch im DM und die haben einfach die besten, exotischsten Lippenstiftfarben, die man möchte. Also wenn man gerne ausgefallene Lippenstifte trägt und auch mal gerne in die Farbkiste greift und ein bisschen verrückter ist, dann sollte man da vorbeischauen. Das Gute vor allem ist, dass sie sehr viele Liquid Lipsticks haben, also flüssige Lippenstifte. Das ist eigentlich meine liebste Art von Lippenstiften. Die halten lange, die sind matt. Genau, was ich möchte. Und das sind nicht alle, die ich besitze. Ich habe sehr, sehr viele. Aber die ich mir in letzter Zeit gekauft habe und die ich besonders mag, sind die NYX Liquid Suede. Also, ich zeige euch jetzt die Farben, die ich mir eingepackt habe. Aus der Reihe. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, alle. Die eine Farbe ist Cherry Skies. Ist einfach ein schönes dunkles Rot. Dann ein bisschen ausgefallener, dachte ich, warum nicht, ist Sway. Genau, das ist so ein hell lila. Vielleicht trage ich das im Frühling. Ich kann mir das im Frühling zu so einer Jeansjacke zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Dieses helle lila. Ja, finde ich ganz cool. Dann habe ich mir noch ein dunkles Lila gekauft. Mal sehen, wann ich das trage. Das ist jetzt die Farbe Amethyst. Genau. Ja, und hier steht auch nochmal drauf Cruelty Free. Also die NYX-Sachen sind alle tierversuchsfrei, was die Marke natürlich nochmal viel sympathischer macht. Und ich finde die Qualität wirklich sehr gut. Und zu guter Letzt habe ich noch die Farbe Vintage. Die habe ich aber zum Geburtstag bekommen. Ich habe noch ein paar andere. Ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach stellvertretend einfach mal diese vier. Ich mache jetzt nicht meine ganze Lippenstift-Kollektion, aber super an denen ist, die sind super matt, deckend, halten wirklich sehr, sehr lange. Und ich finde auch, dass die Lippen nicht zu sehr austrocknen. Natürlich ein bisschen, weil es ein Matteffekt ist, aber nicht zu sehr. Also ich liebe die. Das sind eigentlich meine allerliebsten Lippenstifte. Ja, ich werde mir bestimmt auch noch mehr mal zulegen. Ich habe aber eigentlich fast jede Farbe, außer den grauen. Es gibt so einen dunkelgrauen. Aber ich muss sagen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das gut an mir aussieht. Vielleicht nicht. Dann außerdem neu bei mir eingezogen ist eine Foundation. Die habe ich bei Kurantus mir geholt. Das ist ein Naturkosmetik-Online-Shop, verlinke ich euch in der Infobox. Dort findet ihr dann auch einen Rabattcode für euch. Care Weiß Make-up wollte ich schon immer mal ausprobieren. Abgesehen davon, dass das Packaging absolut wunderschön ist. Also es ist sehr, sehr edel und wirklich was fürs Auge. Kann man auch ganz cool so aufmachen. Und dann hat man hier eine Foundation. Außerdem kommt es in so einer dunkelroten Kartonpackung, sieht auch super, super schön aus. Das ist von Care Weiß jetzt die Cream Foundation. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es ist Naturkosmetik und ich finde gerade in der Naturkosmetik ist es sehr, sehr schwer, gute Foundations zu finden. Deswegen bin ich schon wahnsinnig gespannt. Ich werde euch bestimmt auch mal ein Tutorial damit machen und gucken und euch zeigen, wie ich damit arbeite. Auf jeden Fall bin ich super, super neugierig darauf und freue mich schon sehr, sie auszuprobieren. Außerdem wollte ich schon ewig Sachen von und Gretel probieren. Das ist eine Berliner Naturkosmetikmarke. Warum mache ich so? Das ist ein Gloss, den ich mir ausgesucht habe, der sehr, sehr schön frisch aussieht. Gloss mag ich nicht immer. Manchmal finde ich, sieht es einfach sehr natürlich, sehr frisch aus. Und der hat auch so wunderschöne Goldpartikel drin. Der nennt sich Knutzen Lip Gloss. Und Gretel kann man in Berlin auch in einigen Naturkosmetik-Shops kaufen. Zum Beispiel gibt es auch in Kreuzberg einen ganz tollen. Und ich habe das auch schon woanders gesehen. Also eine tolle Marke, die auch sehr hochwertiges, tolles Naturkosmetik-Make-up macht. Und ich finde es auch cool, dass es aus Berlin ist. Habe ich auch bei Kurantus bestellt. Und ist eine super, super schöne Farbe. Ich habe den Gloss gerade im Dezember sehr oft getragen. Ich finde den auch für den Winter unfassbar schön, weil der so ein bisschen Farbe gibt, aber mit diesem Goldschimmer auch so eine Frische. Wenn man gerade so rosige Wangen hat, sieht es einfach sehr, sehr frisch, sehr gesund und
belebt aus. Und ja, ich bin von der Qualität sehr angetan. Der hält auch wirklich für einen Gloss sehr, sehr gut. Also ich werde mir sicherlich von und Gretel noch mehr zulegen. Dann war mein Shampoo alle und ich bin jetzt momentan wieder voll auf die Lavera Shampoos umgestiegen. Ich habe einfach so viele Shampoos in den letzten Monaten, letztes Jahr 2016 ausprobiert und ich komme einfach darauf, dass die Lavera Shampoos für mich und meine Kopfhaut, weil ich auch sehr, sehr sensible Kopfhaut habe, einfach am besten funktionieren. Und die haben mir die Shampoos so ein bisschen neu aufgelegt. Ich habe mir jetzt mal geholt, weil ich die Spülung davon so großartig fand, das Feuchtigkeits- und Pflegeshampoo mit Bio-Mandelmilch und Bio-Aloe Vera. Das ist auch veganes Shampoo und es soll eben feuchtigkeitsarmen Haar und empfindliche Kopfhaut pflegen, was für mich perfekt ist. Ich habe sehr, sehr trockenes Haar, aber auch sehr, sehr empfindliche Kopfhaut, die oft auch sehr trocken ist. Von daher wollte ich das unbedingt probieren. Passend dazu habe ich mir natürlich die Spülung auch mitgenommen, die ich auch super finde. Also die pflegt wirklich auch gerade sehr lange Haare und ich lasse ja meine Haare gerade wieder wachsen, wie ihr sehen könnt. Also ich möchte meine Haare gerade wieder sehr lang wachsen lassen. Ich möchte so eine richtige Mähne wieder haben. Habe ich voll Lust drauf. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ja, auch beim Friseur schneide ich nicht mehr viel ab, nur noch die Spitzen in regelmäßigen Abständen. Und ich glaube, dieses Duo wird mir auch dabei helfen, meine Haare schön zu pflegen und gesund zu halten. Dann habe ich bei Aveda, als ich bei meinem letzten Besuch da war, das war ja im Dezember, das habe ich euch schon in einem Vlog gezeigt. Ich dachte, ich nehme es trotzdem mal mit rein, weil ich von dem Produkt auch einfach so begeistert bin. Und zwar ist es von Aveda die Smooth Infusion Reihe. Die glättet die Haare eben, spendet Feuchtigkeit und zieht die Haare auch so ein bisschen runter, was für mich super ist, weil ich sehr, sehr frizziges, dickes Haar habe. Und das ist ein Hitzeschutz, das die Haare aber auch glättet. Und das mache ich immer vom Föhn rein. Und es hilft wirklich, die Haare dauerhaft ein bisschen glatter zu machen und auch mit sehr viel Feuchtigkeit zu versorgen und, wie ich ja schon sagte, zu glätten. Abschließend passt gar nicht zum Kosmetik-Haul, habe ich mir bei Aveda auch noch einen Tee mitgenommen. Und zwar ist das der Organic Comforting Tea. Den servieren die im Salon bei Aveda auch immer. Und ich habe diesen Tee immer getrunken. Und eine Freundin von mir auch. Und wir waren immer so, oh, dieser Tee schmeckt einfach so lecker. Und ich glaube, das ist Süßholzwurzel-Tee. Also unter anderem ist der da drin. Es ist einfach so ein leichter Kräutertee, der einfach unfassbar lecker schmeckt. Und ich dachte mir, ich nehme den jetzt mit. Das ist jetzt die lose Variante und ich finde die Packung auch cool. Es sieht aus wie so ein Apothekenglas. Ja, den wollte ich unbedingt haben, habe ich mir selber zu Weihnachten gegönnt, warum nicht, ne? Ja, der ist nicht ganz günstig, aber ja, ich habe so viele Tees, also von daher wird der jetzt nicht morgen alle sein. Aber ihr müsstet echt mal probieren, wenn ihr bei Aveda seid oder im Salon. Es schmeckt wirklich super gut und hat eine sehr, sehr entspannende Zen-Wirkung. Man ist einfach in seiner Mitte. So, liebe Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass es endlich mal wieder so ein kosmetiklastiges Video hier auf diesem Kanal gab. Schreibt mir gerne eure Empfehlungen in die Kommentare und dann sehen wir uns Sonntagmorgen wieder. Da gibt's mein nächstes Video. Bis dahin, macht's gut. Adios. Tschüss.